Herzlich willkommen zu einem neuen Aquarellvideo. Dieses Motiv habe ich schon einmal gemalt, und zwar im vorletzten Video am Flussufer. Und ich habe in der Videobeschreibung auch angekündigt, dass ich das noch einmal malen möchte, und zwar mit anderer Technik und vor allem in einer anderen Lichtstimmung. Heute male ich ausschließlich mit Hackbrush, Ziegenhaarpinsel und einem Schlepper. Übrigens, diese Pinsel werden fast immer falsch behandelt. Vor dem ersten Gebrauch müssen sie natürlich ausgewaschen werden. Und dann vor jedem weiteren Gebrauch 4 bis 5 Mal ausdrücken. Wirklich ausdrücken, eintauchen und ausdrücken. Nur dann werden sie Freude machen und funktionieren auch wirklich gut. Letztendlich sollte die Pinselkante, wenn man sie ausstreift, wirklich scharf sein. Heute verwende ich 5 Farben. Rheingelb, Sienna Natur, Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Painsgrau. Diese Farben habe ich an den Rand eines kleinen Serviertabletts gedrückt. Es könnte auch ein ganz normaler weißer Teller sein. Und jetzt befeuchte ich mit dem Ziegenhaarpinsel den oberen Bereich, also den Himmelsbereich meines Bildes. Dieser Pinsel fasst ja sehr viel Wasser, das heißt, ich brauche eigentlich nur einmal ordentlich eintauchen und ich kann das halbe Blatt damit schön befeuchten. Der erste Farbauftrag besteht aus einer Mischung von Sienna Natur und Sienna gebrannt. Der Pinsel darf nicht mehr zu nass sein. Ich habe ihn schön ausgestreift auf einem Papiertuch. Und jetzt lege ich ganz locker den unteren Bereich des Himmels an und nehme die nächste Farbe auf. Diesmal reines Ultramarinblau. Den Pinsel habe ich nicht ausgewaschen, im Gegenteil, ich habe ihn auf ein Schwammtuch gelegt und ihm damit Feuchtigkeit entzogen. Ich male vorwiegend mit der Pinselecke und streife auch ganz kurz den unteren gelblichen Bereich, nehme aber jetzt dann gleich Painsgrau auf und vermische dies leicht mit dem Ultramarinblau und mit Sienna gebrannt. Painsgrau ganz alleine verwende ich nicht. Diese Graumischung trage ich jetzt in der linken Ecke meines Bildes auf, lasse dabei aber ein paar weiße Stellen stehen, das sind dann die Wolken. Und wie ihr sehen könnt, male ich dabei immer mit der Ecke des Ziegenhaarpinsels. Jetzt nehme ich meinen kleinen Hackbrush, den 1 Zöller, nehme Rheingelb und vermische das mit der Graumischung, die bestand ja aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Painsgrau. Und daraus ergibt sich jetzt ein schönes helles Grün, ein gelbliches helles Grün. Und dieses Grün trage ich mit dem kleinen Hackbrush im hinteren Bereich auf. Das ist dann die Baumreihe im Hintergrund. Mein Blatt steht ja schräg, sodass die Flüssigkeit nach unten rinnen kann. So bilden sich unten dunklere Ränder. Und das verstärke ich jetzt dann noch mit einer dunkleren Mischung. Ultramarinblau, etwas Rheingelb, ein wenig Sienna Natur. Das ergibt eine schöne bläuliche Mischung, die auch sehr kühl wirkt. Ich möchte ja das ganze Bild, dieses Motiv heute, in einer anderen Farbstimmung malen. Es soll kühler und auch mystischer wirken. Bei dem entfernten Waldstreifen setze ich unten noch ein paar Tupfer Dunkelheit dazu. Das verläuft jetzt ganz weich und harmonisch. Auch an der Wasserkante des Hintergrundes kommen einzelne Dunkelheiten dazu, die den Uferbereich, also diese Wasserkante, markieren. Da kommt dann gleich noch Rheingelb darüber, welches sich mit den dunklen Stellen leicht vermischt.
Hier ist das Rheingelb sehr wässrig und lasierend. Und weil ich schon das Gelb im Pinsel habe, kommen ein paar kurze Striche auch oben in den oberen Bereich hinein. Es wird dann eine Einheit und ist ausgewogener. Nach dem Trocknen kommen noch Dunkelheiten dazu. Diesmal etwas wärmer mit ein wenig mehr Sienna gebrannt, aber doch sehr kompakt, recht dunkel. Sienna gebrannt und wenig Ultramarinblau. Auch hier, die Dunkelheiten sind ja bei Bäumen, bei Büschen und bei Wäldern immer unten, dort wo wenig Licht hinkommt. Und da kann man ruhig auch etwas übertreiben. Das Übertreiben gehört zum Aquarellhandwerk. Das ist einmal so. Ich habe kurz überlegt, ob ich diese Dunkelheiten nach oben hin auswaschen soll, also weich verlaufen lassen soll. Aber ich habe mich entschlossen, es soll so bleiben. Das dürfen ruhig auch einmal härtere, dunklere Kanten sein. Was ich aber machen werde, ist, solange das noch nass ist, ein paar Stämme herauszukratzen oder die Farbe herauszuschieben, sollte man eigentlich sagen. Und jetzt kommt mein Taschenmesser zum Einsatz. Mein Taschenmesser, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, habe ich vorne stumpf geschliffen. Das heißt, die scharfe Spitze habe ich mit einem ganz feinen Schmirgelpapier, ich glaube, das war Feinheitsgrad 1000 in etwa, ganz schwach abgestumpft, damit ich das Papier, das feuchte Papier ist ja sehr empfindlich, damit ich dieses Papier nicht zu sehr verletze. Mit dem Schlepper, ich habe da Größe 6, kann man noch, wenn man möchte, einige Einzelheiten, das heißt ein paar Baumstämme, andeuten. Mit meinem breiten Ziegenhaarpinsel mische ich jetzt ein helles Grün. Dazu nehme ich Rheingelb, bitte kein anderes Gelb verwenden, wirklich nur Rheingelb. Und die Mischung, die ich vorhin schon angefertigt habe, das war ja eine Mischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Payne's Grau. Mit der Ecke dieses Pinsels trage ich nun ganz grob und sehr locker die Untermalung, also dieses helle Gelbgrün auf. Die nächste Mischung wird dann schon kräftiger. Es handelt sich wieder um die gleichen Farben. Gebe ich etwas mehr Blau dazu, wird die ganze Sache grüner. Noch etwas Rheingelb und jetzt passt es. Relativ dunkel und wieder mit der Ecke des Pinsels. Der Pinsel ist relativ trocken, also das soll nicht so nass sein. Setze ich jetzt diese Farbe drauf. Und dort, wo der Pinsel auf das helle Gelb, das er noch feucht ist, trifft, wird die Farbe automatisch heller. Für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ich Bäume nicht zumale, also keinen grünen Klecks hinpatze, sondern durchblicke lasse. Das übersieht man sehr oft und ist das einmal zu, kann man das schwerlich noch korrigieren.
Und jetzt setze ich wieder mit dem Schlepper die Stämme und einige Äste ein. Wo fange ich an? Natürlich bei diesen freien Durchblicken. Über ganz helle Stellen kann ich drüber fahren, aber dort, wo das Blattwerk dicht ist, sieht man ja den Stamm nicht, also spare ich das einfach aus. Auch hier, wichtig ist dabei, dass man wieder den Pinsel locker in der Hand hält und nicht zu krampfhaft versucht, schöne Schlangenlinienäste zu malen. Wenn man Äste zackig und abgehackt malt, sieht es auf jeden Fall immer besser aus als wie weiche, runde Schlangenlinien. Das ist natürlich Übungssache. Aber man sollte auch versuchen, zum Beispiel Äste und Zweige niemals in einem durchzuziehen, sondern immer zwischendurch kurz abzusetzen und dann wieder weiterzumalen. Ja, und dort, wo es noch nass ist, kann ich mit der Ecke einer Kreditkarte, einer alten natürlich, einen hellen Stamm hervorzaubern. Ist es schon zu trocken, ist die Farbe schon zu trocken, dann geht das natürlich nicht mehr. Dann müsste man den Bereich wieder ganz vorsichtig befeuchten und dann funktioniert es immer noch. Immer noch mit der gleichen Farbmischung, aber diesmal etwas heller, sprich mit etwas mehr Gelb dabei, lege ich jetzt diese Wiesenflächen mit schnellen Strichen meines Hackbrushs an. Das war mir jetzt dann doch etwas zu hell, also lege ich eine dunklere Mischung in die noch feuchte Farbe hinein. Das ist wichtig, dass der Untergrund noch feucht ist, damit es schön verläuft. Hier im Vordergrund noch etwas mehr Reingelb dazu. Und beachten Sie, der Pinsel ist nicht sehr nass, der ist eher trocken. Viele machen den Fehler, gerade bei Flachpinseln und speziell bei dem Ziegenhaar Hackbrush, dass man zu viel Feuchtigkeit hineingibt. Das ist alles gerechtfertigt, wenn man einen Himmel malt, der noch sehr nass ist, aber für andere Details eher nicht. Jetzt erscheint mir der mittlere Bereich doch etwas zu dunkel. Also jetzt nehme ich etwas mehr Wasser, ein wenig Gelb dazu, mache einige Farbtupfer in den oberen Bereich und lasse es ganz einfach ausblühen. Es wird jetzt automatisch heller beim Trocknen. Auch den Hintergrund verstärke ich noch ein wenig, aber nur vorsichtig, denn ganz weit hinten mag ich nicht zu viele Details und zu viel Farbe haben. Mit der Kante des Pinsels setze ich noch ein paar Feinheiten hinein, auch so direkt senkrechte Stupfer und kann somit den Vordergrund ein wenig stärker betonen. So leid es mir tut, ich muss ein wenig von der Farbe wegnehmen, denn ich brauche jetzt einen hellen Blauton, um das Wasser zu malen. Und dazu brauche ich ein wenig Platz auf meiner Mischpalette. Ich mische also Ultramarinblau mit viel Wasser und Resten von der bisherigen Mischung, halte den Pinsel ganz flach zum Papier
und ziehe ganz leicht drüber, sodass eine leichte Granulierung entsteht. Funktioniert nur, wenn man den Pinsel ganz flach zum Papier hält. Meines Erachtens funktioniert das mit keinem Pinsel besser als mit dem Hackbrush. An den Bereichen, wo ich die Farbe später dunkler haben möchte und auch vielleicht eine Spiegelung hineinsetzen möchte, muss ich das vorher befeuchten. Auch das Befeuchten mache ich mit dem Hackbrush. Hier setze ich jetzt mit ein paar kurzen Pinselstrichen dunklere Farbe hinein. Das verfließt. Noch einmal diese Seite ein wenig befeuchten. Und ich mische jetzt den Farbton für die Spiegelung. Sehr dunkel, Ultramarin, Sienna gebrannt, ein wenig Rheingelb dazu und auch Payne's Grau. Ich setze also jetzt die Farbe ganz locker auf das befeuchtete Papier und achte aber auf diese Rundung, dort wo dann der Sandstrand beginnt. Kann schon ordentlich dunkel sein. Und hier verstärke ich noch das Ufer ein wenig und mit ganz weichen Flachstrichen mache ich eine lockere Spiegelung in den trockenen Bereich. Dort ist der Bereich noch trocken. Die Spiegelung rechts verläuft ganz weich und hier hinten möchte ich ein paar weiße Stellen drinnen belassen. Der Ziegenhaarpinsel ist ja sehr weich, darum muss ich ihn manchmal umdrehen, um wieder eine schöne scharfe Kante zu haben. Das sind alles ganz leichte, lockere Striche, die quer verlaufen. Ohne viel Druck, der Pinsel berührt kaum das Papier. Ein paar Tupfer von der Grünmischung kommen noch dazu und es sieht gleich etwas natürlicher aus. Jetzt brauche ich den kleinen Hackbrush, den ich gut ausgewaschen habe und wie man sieht auch mit dem Tuch gut getrocknet habe. Und jetzt kann ich mit der Kante des Pinsels einige helle Stellen aus dem Wasser herausziehen. Das funktioniert recht gut, auch einige dunkle Striche mache ich. Ich werde vielleicht dann diese hellen Herausnahmen mit einem Flachpinsel, mit meinem Zauberpinsel noch verstärken. Mit dieser schmutzigen Sienna-Gebrannt-Mischung, ganz wässrig, male ich jetzt hier den Sandstrand. Besser gesagt, diesen Sandbereich, den Strand wäre wirklich übertrieben. Jetzt ist noch Überarbeitung gefragt. Ich brauche eine sehr dunkle Grünmischung. Ich beginne mit dem Rheingelb, nehme jetzt die anderen Farben noch dazu, Ultramarinblau, ein wenig Sienna gebrannt und vor allem Payne's Grau, sodass ich wirklich eine schöne, dunkle, kompakte, grünliche Mischung habe. Und jetzt muss ich vorsichtig beginnen, ein paar Dunkelheiten noch herauszuarbeiten. Ich mache das ganz bewusst mit dem Hackbrush, mit dem kleinen Hackbrush, um nicht zu sehr in Genauigkeit zu verfallen. Ab und zu muss ich auch etwas zu viel aufgetragene Farbe entfernen, manchmal mit dem Finger und manchmal mit einem Kleenex. Ich weiß, das sieht jetzt fast schwarz aus, aber es soll ja auch sehr dunkel bleiben. Etwas wird ja noch aufgehellt durchs Trocknen, aber ich möchte schon ganz starke dunkle Kontraste, bloß eben kein Schwarz.
Mit meinem Taschenmesser ziehe ich noch ein paar helle Striche heraus. Einfach nur, um zu große dunkle Flächen etwas aufzureißen. Gemeint habe ich aufzulockern und nicht das Papier aufreißen. Ist ja klar. Dort, wo es für mich passt, füge ich mit dem Schlepper noch ein paar Äste dazu. Aber auch hier bitte wieder nicht übertreiben. Das geht einfach zu schnell und dein Bild ist überladen mit Einzelheiten und zu vielen Details. Nachdem ich mich jetzt mit dem Schlepper ein wenig ausgetobt habe, möchte ich einige Stellen des Blattes noch mehr zum Leuchten bringen. Ich mische also Reingelb mit ganz wenig Siena gebrannt und lasiere ganz leicht über einzelne Bereiche, die sonniger erscheinen sollen. Durch Siena gebrannt erhält der Vordergrund noch etwas mehr Wärme und teilweise kommt noch eine gelbliche Lasur darüber. Bei den Bäumen rechts möchte ich die Blattstruktur ein wenig herausarbeiten und mische mir ein helles Grün und mit dem kleinen Hake Brush, den ich aber jetzt trockne, dass er eben nicht, ich nehme Farbe auf und trockne den etwas, dass er nicht zu nass ist, lege ich mehr oder weniger nur den Pinsel sehr flach auf. Und durch die Körnung des Papiers erhalte ich da eine schöne feine Struktur. Versuchen Sie nicht, mit diesem Pinsel zu stupfen. Das schaut dann meistens sehr kleinlich und kitschig aus. Es genügt, wenn man den Pinsel flach auflegt und wieder hochhebt. Ich brauche noch ein paar sehr dunkle Strukturen und da gehe ich ganz genau gleich vor. Eine sehr dunkle Mischung, sehr kompakt, nicht zu nass, den Pinsel ganz flach halten und eigentlich nur aufs Papier legen und wieder hochziehen. Wichtig ist natürlich, dass man die richtige Stelle erwischt, wo man den Pinsel drauflegt. Noch einmal werden die Dunkelheiten verstärkt. Die Mischung ist jetzt Paints Grau und Ultramarinblau.
Mit dem Schlepper deute ich noch ein paar Gräser an. Auch hier bitte nicht zu viel, da genügen 3, 4, 5 Striche. Mehr braucht man in der Regel nicht. Auch am entfernten Ufer wird die Böschung noch etwas nachgearbeitet, auch die Wasserlinie und sogar die Bäume erhalten einen Hauch von Struktur. Mit dem sauberen und gründlich abgetrockneten Zauberpinsel wasche ich noch einzelne helle Reflexionen heraus. Dabei halte ich den Pinsel sehr steil und benutze wirklich nur die Kante und nehme dann mit einem Kleenex oder Papiertaschentuch sofort wieder die Farbe weg. Ja, für mich ist das Bild jetzt fertig. Ich weiß schon, man könnte da und dort noch etwas verfeinern, da noch was dazu malen, vielleicht dort etwas wegnehmen. Aber ich möchte das Bild wirklich nicht überladen. Dann wünsche ich jetzt noch viel Spaß beim Aquarellieren und vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um verlässlich verständigt zu werden, wenn ein neues Video von mir erscheint. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß und Servus!